Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Teil 2 der Folge 21 zu romantischer Liebe in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa. Wir haben uns im ersten Teil ganz allgemein mit dem Roman von E.T. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels, beschäftigt. Ich habe Ihnen eine Inhaltsangabe gegeben und erzählt, dass dieser Roman so wunderbar die Entstehung der Kategorie des Unbewussten um 1800 schildert. Das ist ein ganz wunderbares Buch. Sie sollten das auch unbedingt lesen. Hier wird geschildert, eben in diesem Roman, wie der Mensch, vor allem auch der Mann, durch das Unbewusste einerseits befähigt wird zum Künstlerischen, andererseits in die Gefahr des Wahnsinns gerät und des Verbrechertums und wie dieses Unbewusste seine Liebesbeziehungen beflügelt und gefährdet. Ich habe auch versucht zu zeigen, wie dann eben das Schreiben zur Therapie wird für den Mönch Medardus, sublimieren als beste Methode des Bereichs des triebhaften Herr zu werden und wie das E.T.A. Hoffmann in einer Geschichte voller Inzeste, Vergewaltigungen, Morde auf den und amüsanten Begriff bringt. Und in diesem Teil 2 möchte ich das noch einmal zum Thema machen, und zwar nun die Geschichte chronologisch erzählen, nicht so, wie sie im Roman erzählt wird, wo sozusagen am Schluss begonnen wird und in einer Art Wiedererinnerung, Anamnese, auch Vorgang nach und nach die Vorgeschichte deutlich gemacht wird, sondern wie es sich nun tatsächlich chronologisch begeben hat. Und ich möchte das deswegen machen, weil man beim Lesen des Romans zum Schluss wirklich nicht mehr weiß, wer ist. Es ist sehr, sehr kompliziert und ich habe mir große Mühe gegeben, diese vielen verschiedenen Francescos auseinanderzuhalten. Wir haben insgesamt 4 und die verschwimmen ineinander und mir wirklich mal klar zu machen, wer ist eigentlich wer und wer hat mit wem und welches Kind ist daraus entstanden. Das, was eben in dem Roman sehr verwirrend geschildert wird, und zwar bewusst verwirrend geschildert wird, weil der Mensch ja selber verwirrt ist von dem, was sozusagen auf ihn zuströmt, wenn er sich mit den Kräften des Unbewussten auseinandersetzen muss. Ich habe versucht, das auch bildlich zu gestalten und würde jedem, der die Absicht hat, den Roman zu lesen, empfehlen, erst den Roman zu lesen und dann, wenn er will, sich diese Zeichensetzung, den Teil 2, nochmal anzuschauen. Vielleicht würde es ihm helfen, etwas klarer zu kommen. Aber Vorsicht, jetzt im Folgenden gibt es lauter Spoiler. Für die, die sich die Lust am Lesen nicht nehmen wollen, sollten sich diesen Teil 2 nicht anschauen. Vorweg noch einige Bemerkungen zum Roman ganz allgemein. Medardus, der Name Medardus, das war ein Heiliger um 500 nach Christus in Nordfrankreich und ein Schutzpatron der Geisteskranken. Und der Wahnsinn und die Geisteskrankheit spielt hier eine Rolle in diesem Roman. Zum anderen Kapuziner. Kapuziner ist ein Bettelorden der Franziskaner, hergeleitet von der Kapuze der Franziskaner. Der heilige Antonius, die Elixiere des Teufels, das sind die Elixiere, die im Vermächtnis des heiligen Antonius zu finden waren. Ich denke, dass da 2 heilige Antoni eingegangen sind. Zum einen der alte ägyptische Wüstenheilige, der um 300 nachgelebt hat, heilige Antonius der Große, ein Einsiedlermönch,
der Visionen gehabt hat, von Teufelserscheinungen, der immer wieder auch verführt werden sollte durch schöne Mädchen, also Verführungen sexueller Art erlebt hat, denen er immer widerstanden hat. Und der berühmt geworden ist durch das sogenannte Antoniusfeuer, eine Mutterkornvergiftung, die dann eben im Inneren der Menschen Feuerzustände hervorgerufen haben. Und zum anderen der heilige Antonius von Padua, der im 13. Jahrhundert gelebt hat und ein Ordenspriester des Franziskanerordens gewesen ist, auch er ein Einsiedlermönch, mit einer ungewöhnlichen Redebegabung, wie sie eben auch Medardus hat, und der zahlreiche Wunder vollbracht hat und ein Schutzheiliger der Liebenden geworden ist. Victorinus, der Siegreiche, das ist nun eben der Doppelgänger von Medardus, der nun in der Schlussszene des Romans ja die Aurelia sticht und eben siegreich hervorgeht, das unbewusste, triebhafte, das über den bewussten, triebbeherrschten Menschen siegt. Noch ein Wort zu den Elixieren. Die Elixiere des Teufels, die sich eben in einem kleinen Fläschchen verbergen. Man muss das auch sehen vor dem gesellschaftlichen Hintergrund der Trunksucht. Im frühen 19. Jahrhundert entsteht ein neuer Typ in der Gesellschaft, der Trunkenbold, im Englischen Drunkard, wo es entsteht die ersten Bewegungen, die sich für Abstinenz in Sachen Alkohol aussprechen, gerade auch in Amerika. Und da wird seit eben in dieser Zeit die Gefahr aus der Flasche oder in der Flasche beschrieben, the bottle. Der Teufel erscheint nicht mehr persönlich, sondern er erscheint in den Produkten, die er hervorruft, nämlich im Alkohol, der nun in der industriellen Gesellschaft auch massenweise produziert werden kann und wird und der die Menschen zum einen redebegabt macht, ihre Sprache zunächst flüssig, dann aber stoppen lässt und der eben Menschen bis in den Wahnsinn treibt. Und E.T.A. Hoffmann war ja selbst auch dem Alkohol verfallen. Also die Elixiere des Teufels, diese Trunksucht und der Wein, das ist eben auch, ist sozusagen der gesellschaftliche Hintergrund auch ein wenig für diese Geschichte. Wie gesagt, die Geschichte selbst setzt mit dem letzten Nachkommen einer ganzen Reihe von Francescos ein. Und ich erzähle nun die Geschichte eben sozusagen von vorne und will immer wieder an kleinen Schaubildern Ihnen deutlich machen, wer mit wem, wie verschwistert, verlobt, verheiratet, vergewaltigt worden ist. Wer will, kann sich das nach der Lektüre des Romans noch mal genauer anschauen. Also es beginnt mit Francesco, einem Maler, den ich Francesco F0 genannt habe. Und dieser Francesco ist der Sohn des Fürsten von P, Camillo, und geht in die Lehre zu Leonardo da Vinci. Als der stirbt, verlässt Francesco die Heiligenbilder. Es mischen sich immer lüsterne Züge in seine Bilder hinein. Schließlich erscheint ihm die Venus. Mit der hat er ein Verhältnis. Und aus diesem Verhältnis entsteht ein Sohn, Francesco auch, F1. Und jetzt habe ich versucht, sozusagen das Ihnen so bildnerisch zu gestalten. Die dunkelblauen Linien werden im Folgenden immer die legitimen Beziehungen und die legitimen Kinder beschreiben. Das dunkelrote beschreibt die Lustbeziehungen, die Begierde zwischen Mann und Frau. Und die orangenen Linien beschreiben die illegitimen Kinder, die aus diesen Beziehungen
entstehen. Also wir haben eben hier den Grafen Camillo. Ja, hier. Und der hat einen Sohn, F0, Francesco, der Maler ist, der der Venus verfällt. Und aus dieser Beziehung entsteht Francesco, F1. Das ist die Ursünde sozusagen. Und dann geht es weiter mit diesem Francesco, F1. Dieser Francesco, F1, wird von einem Grafen Filippo S. adoptiert. Der Graf Filippo S. ist verheiratet mit der Gräfin S. und sein Adoptivsohn F1 wird mit der, seiner Adoptivmutter Gräfin S. eine Beziehung, sexuelle Beziehung eingehen, und aus dieser sexuellen Beziehung werden drei eigentlich uneheliche Kinder entstehen, zwei uneheliche Kinder herauskommen, die Gräfin Angiola und der Graf Pietro S., die aber vom Grafen Filippo S. als legitime Kinder angesehen werden. Aber sie sind eigentlich eben Bastarde, wenn man so will. Und dieser Francesco F1 heiratet dann ganz normal, und aus dieser Ehe kommt Paolo Francesco F2. Und das ist also jetzt sozusagen das Bild. Oben haben wir den Grafen, dann haben wir Francesco, F1, der eine sexuelle Beziehung mit seiner Adoptivmutter eingeht, aus der zwei Kinder kommen, Graf Pietro S. und die Fürstin Angiola. Und er wird dann nochmal ganz normal heiraten und Paolo Francesco F2 bekommen. Und dann, genau. Und jetzt geht es noch weiter mit dem Inzest. Und jetzt kommen schon Morde in diese Geschichte hinein. Dieser Paolo F2 geht mit der Gräfin Angiola, seiner Halbschwester, er vergewaltigt sie, er geht mit ihr eine Beziehung ein, er vergewaltigt sie. Und aus dieser Vergewaltigung entsteht ein Sohn, nämlich Francesco F3. Und das wird sozusagen mit einer der Hauptsünder in dieser Geschichte werden. Also Vergewaltigung einer Halbschwester, aus der ein Sohn hervorgeht. Dann haben wir Paolo Francesco F2, heiratet die Fürstin von M, Vittoria, und diese, seine Ehefrau, hat wiederum ein Verhältnis mit dem Bruder der Angiola, die Francesco vergewaltigt hat, und aus dieser Beziehung wird auch eine uneheliche Tochter hervorgehen, nämlich Giacinta B., die im Folgenden in der nächsten Generation eine wichtige Rolle spielen wird. Also Giacinta B. und Francesco F3, der Sohn aus der Vergewaltigung, sind Halbgeschwister. Der, aus der Ehe zwischen Vittoria und Paolo Francesco F2 werden aber zwei legitime Kinder kommen. Einmal die Fürstin von W. und zum anderen die Frau, die später Äbtissin werden wird und damit die Pflegemutter von Medardus. Und der Graf Pietro S., der mit Vittoria ja ein Verhältnis hat, wird ganz normal heiraten, und in, aus dieser Ehe wird eine Tochter kommen, Aurelie. Und das wird die Mutter von der nächsten Aurelie werden, die, in die sich Medardus unsterblich verliert. So. Und diese Frau, legitime Frau von Graf Pietro S., diese Frau wird Francesco, der Sohn aus der Vergewaltigung seiner Schwester, Francesco F3, töten. Und Morde werden bei mir durch grüne Striche gekennzeichnet. Also, ja, das ist das Bild. Wir haben hier Francesco F3, der nun die legitime Frau vom Pietro
tötet. Ja? Aus dieser legitimen Ehe geht Aurelie hervor, das ist die Mutter der späteren Aurelie. Und dann haben wir eben hier oben ganz schreckliche sexuelle Beziehungen, einmal von Vittoria mit dem Grafen, dann aus der eine Tochter Jacinta B. hervorgeht, dann eben auch eine Vergewaltigung, aus der dieser F3 entsteht. Und hier habe ich noch einmal aufgezeigt, eine Ehe, eine legitime Ehe, die uns später aus der zwei Söhne hervorgehen werden, die uns gleich im Folgenden interessiert wird. Also man sieht hier schon Begierde, man sieht Morde, man sieht illegitime Kinder, aber auch legitime Kinder. So, und nun kommt es eben zu dem Hauptschuldigen, zu dem Francesco F3, der eben der illegitime Sohn der Gräfin Angiola ist. Und dieser F3 ist nun wirklich ein ganz, ganz schlimmer Finger. Dieser Francesco F3, jetzt muss ich auch wieder gucken, das wird wirklich kompliziert, hat ein Verhältnis, hat ein Verhältnis mit Aurelie, der Mutter von Aurelie II, der Aurelie, die später Nonnen werden wird und die Angebetete des Medardus werden wird. Und aus dieser Beziehung zwischen Francesco F3 und Aurelie A1 geht eine illegitime Tochter hervor, Euphemie. Dieser Francesco, F3, vergewaltigt seine Halbschwester Jacinta B. Und aus dieser Beziehung geht Victorine hervor. Francesco F3 hat diese Jacinta B. vergewaltigt, und zwar in der Hochzeitsnacht, als sie den Prinzen Johann heiraten wollte. Und bevor er sie vergewaltigt, tötet Francesco F3 den Prinzen Johann. Also er lädt immens viele Schuld auf sich und erzeugt ganz viele uneheliche Kinder und bringt nun große Schuld, noch neue große Schuld in diese Familie. Aber er heiratet dann nun mal auch eine unschuldige Landfrau, und aus dieser Beziehung, der ganz legalen Beziehung, geht ein Sohn hervor, Francesco F4, der spätere Medardus. So, und nun habe ich ihn, genau, und noch eins habe ich vergessen, dieser Francesco F3 will ursprünglich eine Frau heiraten, die die Schwester der Fürstin von W. ist. Und die er dann verlässt bei der Hochzeit, wahnsinnig geworden, und die später Äbtissin wird. So, und nun habe ich das versucht in ein Bild zu bringen, und jetzt sieht man schon, wie wild das Ganze hier aussieht. Also, in der Mitte haben wir, genau, Francesco, F3. Francesco F3 ist der illegitime Sohn dieser Dame, der Gräfin Angiola, die mit einem Fürsten verheiratet ist. Und aus dieser legitimen Beziehung hat sie zwei Söhne, das habe ich beim letzten Blatt schon versucht anzudeuten, einmal den Fürsten und den Prinz Johann. Okay, so. Dann gibt es noch die Fürstin und die spätere Äbtissin. Dieser Francesco hat mit dieser Äbtissin, die will er ursprünglich heiraten, bevor sie Äbtissin wird. Aber eben in der Hochzeit wird er wahnsinnig, verlässt sie, und sie wird dann später Äbtissin werden und damit die Pflegemutter von Francesco F4, dem späteren Medardus. Francesco vergewaltigt
eine, seine Halbschwester Jacinta B., in der Hochzeitsnacht, als diese Jacinta B. den Grafen Prinzen Johann heiraten will, den Francesco vorher tötet. Genau. Und aus dieser Vergewaltigung geht ein Sohn hervor, der spätere Viktorin, der Doppelgänger von Medardus. Jetzt habe ich noch etwas vergessen, nämlich... Genau. Francesco F3 hat eine sexuelle Beziehung zu Aurelie A1, der Mutter von Aurelie A2. Und diese Aurelie ist ganz legitim verheiratet mit einem Grafen, mit dem sie zwei Kinder hat, den Hermogen und die A2, Aurelie A2. Und jetzt haben wir eben schon eine Fülle von illegitimen Kindern, von Halbschwestern, von Cousinen, von Morden und alles schart sich um diesen F3, der nun wirklich eben ein ganz schlimmer Mann gewesen ist. Und nur ein Gutes hat er getan, er hat diese Landfrau geheiratet, ist mit ihr zur Heiligen Linde gepilgert und hat einen legitimen Sohn, den Francesco F4, gezeugt, der dann später eben der Mönch Medardus wird. Und dann endet die ganze Geschichte nun wirklich in einem, kulminiert in Begierde und Morden in der letzten Generation, wo wir lauter Halbgeschwister und Cousins und Cousinen haben. Da haben wir zum einen die beiden Halbbrüder Viktorin und Francesco F4, den Mönchen Medardus. Wir haben zum anderen das Geschwisterpaar Aurelie und Hermogen und die Halbschwester von Viktorin und Francesco Euphemie. Und zwischen all denen gibt es nun Liebesbeziehungen und Begierde und ganz viele Tötungsdelikte, die ich eben, wie gesagt, grün gemalt habe. Also, hier haben wir einmal Viktorin, hier haben wir einmal Francesco IV, hier haben wir Aurelie, Hermogen und Euphemien. Und Viktorin hat, wie gesagt, eine Beziehung zu Euphemie, die ja seine Halbschwester ist, und die er als auf dem Schloss als Beichtvater verkleidet besuchen will, bevor er in den Abgrund stürzt. Auch F4, Medardus, hat ja eine Beziehung mit seiner Halbschwester, mit der er schläft, weil sie ihn für Viktorin hält. So, und Hermogen wiederum hat eine Beziehung zu seiner zu seiner Stiefmutter und ist dadurch von großer Schuld beladen, die er wieder dem Medardus beichtet. Francesco IV wiederum ist in heißer Begierde zu Aurelie entbrannt und sie übrigens eigentlich auch zu ihm, aber sie überwindet das und will Nonne werden und zum Schluss mordet einer den anderen. Also, jetzt muss ich es mir gerade noch mal anschauen. Medardus ermordet den Hermogen, als der ihn abhalten will, Aurelie nachts zu besuchen. Euphemie versucht, den Medardus zu ermorden, nachdem sie erfahren hat, dass er nicht Viktorin ist, aber Medardus tötet dann schließlich Euphemie. Viktorin tötet Aurelie, gerade als sie Nonnen werden will, und so endet alles in Mord und Totschlag und Begierde und Siegen tut, eben wie gesagt, das Triebhafte in diesem Roman, der nun so anschaulich schildert.
wie was passieren kann, wenn man Triebe unterdrückt und wie sie sich dann explosionsartig äußern. Das ist genial geschrieben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, diesen Roman zu lesen. Lesen Sie ihn zuerst und wenn Sie dann nicht durchblicken, dann können Sie sich ja nochmal diesen Teil 2 anschauen und versuchen, anhand der Zeichnungen die einzelnen Beziehungen zu rekonstruieren.